Wir stellen euch heute ein Video über quadratische Funktionen in der Natur vor. Bei der Beobachtung eines Steinadlers bei seinem Beutefang wurde festgestellt, dass dieser immer die gleiche Flugkurve beibehält. Daher wurden die Höhe sowie die horizontale Entfernung zur Beutung gemessen. Man ist zu folgenden Ergebnissen gekommen. Daraus ergibt sich folgende Flugkurve. Die Maus sitzt nichtsahnd auf der Wiese, die den Adler in der Luft gar nicht bemerkt. Dieser legt zum Sturzflug an und verliert schnell an Höhe. Der Adler fängt die Maus. Nun fliegt er mit seiner Beute empor. Wie man eben sehen konnte, verläuft die Flugbahn des Adlers parabelförmig. Somit handelt es sich um eine quadratische Funktion. Diese wird durch f von x gleich 2x² beschrieben. Was passiert nun, wenn sich die Position der Maus ändert? Sie sitzt auf einem 1,5 Meter hohen Stein. Der Adler fliegt wieder zum Beutefang an, fängt die Maus und fliegt empor. Die Funktion verändert sich zu f von x gleich 2x² plus 1,5. Nun, wie hoch muss der Adler bei einer horizontalen Entfernung von 3 Meter fliegen, um die Maus zu fangen? Also setzen wir als x 3 ein und erhalten f von 3 gleich 2 mal 3 plus 1,5 gleich 19,5. Wandert die Maus nun 2 Meter nach rechts, verändert sich die Flugbahn des Adlers wieder. Die Funktion heißt nun f von x gleich 2, Klammer auf, x minus 2, Klammer zu, zum Quadrat. Ausgeschrieben f von x gleich 2x² minus 8x plus 8. Zu den allgemeinen quadratischen Funktionen. Die allgemeine Parabel wird beschrieben, die einfachste Form der Parabel ist f von x gleich x². Verschiebt man die Parabel nun nach oben, heißt die Gleichung f von x gleich x² plus c. Verschiebt man sie nach unten, heißt die Gleichung f von x gleich x² minus c. Verschiebt man die Gleichung nach rechts, ergibt sich f von x gleich a, Klammer auf, x minus b, Klammer zu, zum Quadrat. Verschiebt man sie nach links, ergibt sich f von x gleich a, Klammer auf, x plus b, Klammer zu, zum Quadrat. Die Parabel staucht sich näher an die y-Achse, wenn a größer 1 ist. Sie streckt sich von der y-Achse weiter weg, wenn a kleiner 1 ist. Nach unten wird die Parabel gespiegelt, wenn a, wenn a kleiner 0 ist. Die allgemeine quadratische Funktion heißt a von x gleich ax² plus bx plus c.